Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Heute ein wieder ernstes Thema, was kulturelle Traditionen oder traditionelle Bräuche angeht, die katastrophal sind. Und subhanallah, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Verstand geben bei so etwas. Eines der Sachen, was ich letztens wieder gehört habe, ist, dass eine Kultur oder ein Brauch oder eine bestimmte Bevölkerung bei ihnen so ist, dass wenn die Frau sich scheiden lässt, weil sie den Mann nicht mehr erträgt, weil er sie vielleicht schlägt, weil er schlecht zu ihr ist, weil er ihr nichts gibt, jegliche, also sozusagen der Mann macht ihr das Leben so schwer, ich will jetzt nicht sagen, er macht sie zur Hölle, denn die Hölle ist viel schlimmer, ja, er macht ihr das Leben unmöglich, mit ihm zusammenzuleben und sie möchte daraufhin die Scheidung, dann sagt die Familie von dieser Frau, wenn du dich von ihm scheiden lässt, dann hast du keine Familie mehr, die hinter dir steht. Subhanallah. Woher kommt so etwas? Wie kann man so etwas sagen? Das ist dein eigenes Fleisch und Blut, deine Tochter. Ihr geht es schlecht, sie wird schlecht behandelt. Ja? Und wenn sie dann raus aus dieser Situation will, raus sich befreien will davon, sagst du ihm, tut uns leid, zu uns kannst du nicht zurückkehren, ansonsten verlieren wir unser Gesicht bei unserem Volk. Subhana Malik, was ist dir wichtiger, dein Angesicht oder deine Tochter? Subhanallah. Wegen dieser Sache, ich könnte mein Gesicht verlieren, haben die Leute, die Mushrikin früher ihre Töchter lebendig begraben. Subhana Malik. Subhana Malik, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren vor so etwas. Wenn deine Tochter ruft, eine Hilfeschrei gibt und sagt, ich kann nicht mehr und sie haben alles versucht und es gibt nur noch die Möglichkeit zur Entscheidung, dann bist du als Mutter und Vater verpflichtet, für sie da zu sein. Du musst sie zurücknehmen. Du musst für sie da sein, du musst für sie einstehen und sagen, wir schaffen das zusammen. So geht das im Islam. Nicht anders. Subhanallah. Und dann, wenn man da sowas noch dem Islam zuschreibt, total Katastrophe. Subhanallah. Wie kann so eine Sache gut sein? Wie kann man seine Tochter im Stich lassen? Subhanallah. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, und der Muslim ist nicht jemand, der einen anderen Muslim im Stich lässt. Wie ist es dann mit Familie? Die haben noch mehr Anrecht. Wie ist es mit deinen Kindern? Die haben noch mehr Anrecht, subhanallah. Deswegen sollten wir Allah subhanahu wa ta'ala darin fürchten und solchen Brauch und solchen kulturellen Quatsch sein lassen und uns wirklich mit dem Islam auseinandersetzen. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Was sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Was ist richtig in so einer Sache und nicht, was sagt meine Kultur, bei uns kann man das so nicht machen, das geht gar nicht. Subhanallah Malik, wie kann so etwas richtig sein? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren und möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Geschwistern darin Geduld geben. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan.